Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Ja, es ist soweit. Lasst uns das Ende in Angriff nehmen und heute mal das Spiel zu einem Ende bringen. Ey, das war sogar ein leichter Reim. Ey, wenn ich da nicht ein Like für kriege, dann weiß ich auch nicht. Also, yo, wir sind da. Ey, meine Kamera ist gerade nicht da. Wieso ist meine Kamera nicht da? Wartet mal, Leute, ich muss mal kurz was durchprüfen. Hier stimmt doch was nicht. So. Mal gucken. Was ist hier mit meiner Kamera nicht in Ordnung? Eigenschaften. Ist so alles. Ich glaube, mein Broadcast ist abgeschmiert. Ja, wartet kurz. Wir machen mal kurz Pause. Gehen wir mal kurz auf Broadcast. Broadcast anzeigen. Also, das ist doch wieder. Ist alles da. Muss, glaube ich, aber neu gestartet werden. Werden wir gleich mal sehen. Ja, muss neu gestartet werden. Okay. Ich schalte mal die Kamera aus. Nochmal Kamera ein. Nee, er macht die Kamera nicht. Ich deaktiviere sie nochmal. Aktiviere sie nochmal. Da ist er doch. Ja. Gut. Jetzt ist er wieder da. Jo, guten Morgen. Ja, ich hoffe mal, das kleine Malheur am Morgen, ne, kann ja auch mal passieren. So, jetzt müssen wir zurück in die Einöde. Und war ja der schöne lange Weg. Ich würde jetzt erstmal hier verwerten, was wir hier verwerten können. Das zeigt, dann kann ich nicht. Mhm. Warte mal. Muss ich einen privaten Spind legen? Was haben wir denn hier? Er hat nichts, was ich ablegen könnte. Außer das hier. Einen privaten Spind legen. Schon mal ein bisschen mehr Platz. Okay. Dann werden wir mal loslegen. Mal kurz gucken, was ist das? Generator. Ich sehe doch hier aber auch nee, ne?
Kann ich die jetzt nicht sehen, obwohl die da sind? Egal. Solltest du darüber nachdenken, andere Boten um Hilfe zu bitten. Aber das ist deine Entscheidung, Sam. Ich bin mir sicher, dass du das schaffst. So wie immer. Oh, dann legen wir mal ein Netz. Da werde ich wohl nicht durchkommen, aber wir versuchen es mal. Klappt doch. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg hier? Ah, verkehrt. Muss er noch da? Ja, versuchen wir den Weg. Ups. Oh Mann. Muss ich erstmal einen Weg freiräumen hier. Na geil. Ich will mal gucken, ob ich da mit diesem Ding da vorankomme, mit der Seilrutsche. Glaube ich zwar nicht ganz, aber Versuch ist es wert. Keine Seilrutsche. Na geil. Da ist doch was. Ja. Shit.
Ah, Mann, ey. Ist der Weg auch noch so quer? Trotzdem kommt die Post hierher. Leute, wartet mal kurz. Es ist schon wieder nicht normal hier heute Morgen. Wartet mal. Mach mal kurz. Wo waren nur die Handwerker, die über uns die Wohnung renovieren? Muss ja auch gemacht werden. Und da hatten sie jetzt mal kurz was vergessen oder nicht parat gehabt. Und deswegen habe ich doch mal gesagt, hier bitte. Man kann ja nett sein, ne? Oh, Leute, jetzt gibt das auch noch um, wie man wäre ich durch. So. Ja, wo kommst du jetzt? Da. Adios. Mal jetzt was gucken hier. Und nun schon wieder. Wir haben es geschafft. Das war erst Abschnitt 1, leider. Mal gucken, ob der hier irgendwie funktioniert. Weil da wird bestimmt auch keiner in Reichweite sein. So ein Mist.
Der Himmel sieht grauenvoll aus. Und jetzt hat er schon wieder geklopft hier. Ich glaube, ich werde heute nicht mehr richtig. Hat keiner geklopft, da ist oben mal wieder jemand gewesen an der Baustelle. Da unten ist schon wieder eine. Naja, da komme ich aber jetzt nicht hin. Ich muss jetzt Gas geben. Jo, danke, Bibi. So, wir fahren jetzt da vorne hin. Ne, da kommen wir nicht hin. Müssen wir hier rüber. Ich hoffe, nur da oben ist noch alles da.
Weil eigentlich müsste da oben denn einer sein. Hat er nämlich noch welche gebaut gehabt. Wollt ihr mich veräppeln? Ich hab doch hier eine... Nee, das ist nicht euer Ernst. Die haben meine ganzen Strukturen alle weggerissen. Alles, was ich gebaut habe, ist verfallen. Och man. Dachte, ich könnte abkürzen, aber nö. Ja, den Generator hatte ich auch nicht gebaut, das ist auch von jemand anderen. Alles klar. Ach du Scheiße. Wollt ihr mich hier total veräppeln? Ach du Scheiße. Also. Und das jetzt alle? Oh. Das ist doch nicht euer Ernst. Na, das Chiralium nehme ich jetzt aber mit hier. Wenn man schon so einen riesen Fundgrube hier hat, dann kann man das auch alles mitnehmen, ne? Hmm.
Uiuiuiui, der Zähler geht immer weiter hoch. Okay. Das scheint wohl alles gewesen zu sein. Boah, die ganze Welt bricht auseinander. Ach du Scheiße. Wahl. Habe ich hier keinen Multiwerfer?
Boah. Prost erstmal. Oh, das gibt schon wieder Chiralium. Ja, geschafft, Sam. Ich könnte dich küssen, du großartiger Mistkerl. Ich dachte, alles wäre vorbei. Habe ich hier noch nicht mein. Oh nee, ne? Nee, wo ist das? Mein Anzug ist weg. Shit. Toll, müssen wir ohne Exoskelett. Hier kein Exoskelett. Na, neben Kleister. Das war jetzt schon wieder ein Ritt. Gott sei Dank hast du es geschafft. Fragile liegt nun schon eine Weile im Koma. Aber mit den Kryptobioten, die du gebracht hast,
sollten wir sie wecken können. Und mit etwas Glück braucht es nur ein paar weitere, um sie wieder auf die Beine zu bringen. Gut gemacht, Sam. Uiuiui. Sam! Du bist zurück. Das war sicher eine harte Reise. Vor allem ganz allein. Aber jetzt ist das gesamte Team wieder beisammen. Das ganze Team? Die Hartman auch? Es waren zu viele Reisen zu Stränden und zurück in der kurzen Zeit. Chirale Materie hat ihre Zellen kontaminiert und eine Art Jetlag auf Molekularebene verursacht. Das brachte ihre homöostatischen Mechanismen durcheinander. Keine Sorge, sie ist nicht in Gefahr, aber sie braucht etwas Ruhe. Also wo ist der Direktor? Er wird in einem anderen Raum versorgt. Bridges Personal hat ihn vor der Isolierstation gefunden. Ähnlich wie bei deiner Rückkehr von Cliffs Strand. Selbst nach der Dekontamination brauchte sie mehr und mehr Zeit, um sich zu erholen. Sam, du hast es geschafft. Hungry. Danke. Anscheinend brauchst du mich doch. Wer hätte das gedacht? Aber die Uhr tickt. Habe ich recht? Sam ist hier. Der große Lieferant. Der einzige, der Amelies Strand erreichen kann. Du bist nicht in der Verfassung dafür. Das ist weder gut für dich, noch für Sam. Bei meiner eigenen Suche nach Amelies Strand habe ich etwas Außergewöhnliches bemerkt. Wenn man Strände mit einem Multiversum vergleicht, existiert ihre wohl auf einer höheren Ebene als unsere. Du wiederholst dich. Ich kann die Strände anderer Leute betreten, aber ihre ist unerreichbar für mich. Er ist unsichtbar, unzugänglich. Selbst für Fragile, fürchte ich. Stellt es euch mal wie einen Blutkreislauf vor, ja? Jeder unserer Strände bildet eine einzelne Kapillare. Aber Amelies Strand ist das Herz, das das Blut zum Rest von uns pumpt. Kapillare sind dem größeren Ganzen untergeordnet. Dieses Ganze wird vom Herzen reguliert, das die Richtung vorgibt. Es regelt den Fluss. Es regelt alles. Kontrolliert alles. Versteht ihr nicht? Sie hat die Kontrolle. Du schaffst es vielleicht, gegen die Flussrichtung zu reisen und sie zu erreichen. Aber wenn du das tust und sie dich dann nicht gehen lassen will, dich bei sich behalten will, kann sie das. Fragile und die Hartman sind von ihrem Strand entkommen, oder? Ich schätze, das hat sich so ähnlich abgespielt wie bei dir. Ich bin nicht entkommen, weil ich es wollte. Ich wurde gezwungen, zur Wiederkehr sozusagen, von ihr. Gezwungen? Warum? Es ist nur eine Theorie, aber sie will dich. Sie will, dass du zu ihr kommst. Da
Das ist ihr letzter Wunsch, meinst du nicht? Das ist es. Amelie ist die Ehe und das ist ihr Endspiel. Nochmal zur Sicherheit. Wenn ich die letzte Strandung aufhalten und heil zurückkommen will, muss ich zu ihrem Strand reisen und sie umstimmen. Stimmt das schon? Genau. So klischeehaft es klingt. Du bist unsere einzige Hoffnung. Aber dass du Erfolg haben wirst, glaube ich kaum. Wenn du sie nicht zur Vernunft bringen kannst, musst du sie töten. Und wenn du sie tötest... Rettest du die Welt, bist aber außerhalb von ihr gestrandet. Für immer. Machen wir es doch offiziell. Bist du bereit, das Paket zuzustellen? Immer diese Postbotenanspielung. Ich rede mit ihr. Vielleicht hört sie zu. Angesichts des Zustands der Welt verzögert es nur das Unvermeidliche. Egal. Wenn wir so Zeit gewinnen, um etwas Besseres zu schaffen, das Leben nochmal anzupacken, zumindest kurz. Tja, da fällt mir genau eine Frau ein, die so eine Chance genutzt hat. Nichts währt ewig, nicht einmal die Welt. Aber wir erhalten sie, solange wir können, oder? Wir flicken die Löcher, tauschen die Teile aus und so weiter. Damit wir sagen können, dass wir es versucht haben, gelebt haben. Ich dachte, du behandelst Sachen nicht gerne vorsichtig. Weil es hart genug für mich war, überhaupt klarzukommen. Damals, als wir uns in der Höhle begegneten, lebte ich einfach von Tag zu Tag. Amerika war mir egal, genau wie die Zukunft. Ich lebte eine Lüge, hatte mich verrannt. Ich war im Arsch. Aber irgendwann begann ich, mich zu verändern. Ich lernte Leute kennen, die mir zeigten, dass vielleicht doch nicht alles schlecht war. Leute, die an die Zukunft glaubten. Und an mich. Die sich nicht geschlagen gaben und auf die Hoffnung warteten. Also muss ich liefern. Um ihretwillen. Auch wenn du vielleicht nicht zurückkommst? Ich bin doch so oder so am Arsch, oder? Kümmere dich um Lou. Mach ich. Östlich von Portmore City gibt es keine aktive Todmutter. Das Kleine hat genug geleistet. Es reicht. Alles klar. Ich werde mein Bestes geben, um es gesund zu pflegen. Konzentriere dich. Such mit mir nach Amelie. Greif nach ihr, Sam. Spür sie. Ich weiß, dass du sie liebst. Du liebst sie. Thank you.
Okay. Alles gut. Bin ich jetzt ein Baby? Baby Sam? Was ist denn jetzt los? Wieso ertränkt sie das Baby? Oder mich? Hä? Sam Strand. In welche Richtung muss ich? Kein Ziel. Also kann ich nur vermuten, dass ich in die Richtung muss. Ist es so nicht die Erde? Nimm die doch mal zur Seite, dann siehst du sie.
Schwarzes Kleid. Die letzte Strandung hat bereits begonnen. Amelie? Du kommst zu spät. Warum hast du so lange gebraucht? Deine Stimme. Du weißt immer noch nicht, wer ich bin, oder? Wer bist du? Sam. Ich wusste, du kommst zurück. Ich liebe dich, Sam. Ich werde am Strand auf dich warten. Seitdem warte ich auf dich, genau hier. Du solltest mich aufhalten. All das aufhalten. Bridget? Ja. Ich bin Sam. Wo ist Amelie? Wo sie immer war. Nirgendwo. Meine Tochter Samantha America Strand existiert nicht. Amelie existiert nicht. Nicht in deiner Welt. Tut mir leid, Sam. Ich musste so lange eine Maske tragen. Amelie und Bridget sind beide ein Teil von mir. Was soll das bedeuten? Ruhig, dann sag ich's dir. Jetzt ist keine Zeit für Fragen. Hör zu. Hör einfach zu. Was kommt jetzt vom Suppengekasper? Verstehst du, Sam? Amelie und Bridget, das sind bloß Namen. Ein schöner Übersprung. Extinktionsentität. Also, angesichts dieses Wissens hast du zwei Möglichkeiten. Ist erschossen zu werden, die eine? Wenn es hier passierte, kämst du nicht zurück. Du würdest direkt ins Jenseits gehen. Aber nein. Das ist keine davon. Dich zu töten wäre ein schrecklicher Fehler. Das weiß ich am allerbesten. Die letzte Strandung hat bereits begonnen. Eine Fuge hat sich gebildet an meinem Strand und den Stränden aller Seelen in Amerika. Und schon bald wird sie von hier aus von einer Flut aus Antimaterie überschwemmt. Blitzartig wird diese Welt verschwinden. Von einer Explosion verschlungen. Einem Urknall. Das bringt uns zu deiner ersten Möglichkeit. Nichts tun. Bleib hier bei mir und erlebe mit mir das Ende. Ich soll einfach zusehen. Zusammen mit
mit mir, bis die letzte Flamme erlischt. Klingt nicht so schlecht, oder? Es ist ja nicht so, als ob die Welt noch viel Zeit hätte. Dann ist da die zweite Möglichkeit. Indem du das Netzwerk erweitert hast, hast du die Menschen und ihre Strände zusammengeführt und in ein größeres Ganzes integriert. Wie dieses Kipu. Aber dadurch hast du sie auch an meinen Strand gebunden. Den Strand, an dem ich die Tore zur anderen Seite geöffnet habe. Du kannst es nicht aufhalten. Aber wenn du mich und meinen Strand abtrennst, kannst du vielleicht die Ausbreitung verhindern. Vielleicht verhinderst du so die letzte Strandung. Und die Menschheit stirbt ein anderes Mal. Dann muss es hier nicht enden. Aber das tut es. Der Strand ist dem Untergang geweiht. Das sieht man auf einen Blick. Deshalb müssen wir unsere Verbindung kappen. Und das war's? Das Ende des gestrandeten Todes? Manche Dinge sind unausweichlich. Das sechste Aussterben findet statt, ob heute oder morgen. Du kannst entweder in Würde sterben, kurz, schmerzlos, blitzschnell, oder im vollen Bewusstsein dessen, was dich erwartet, vergeblich kämpfen. Das sind die Möglichkeiten. Du hast ihn die ganze Zeit behalten. Vielleicht hast du noch eine Chance, diesen Albtraum zu beenden. Du hast die Welt zusammengeführt. Du hast das Recht zu entscheiden. Zieh am Seil oder schneide die Schlinge ab. Aber was du auch tust, zögere nicht. Ich bin bereit, Sam Strand. Entscheide dich. Warte. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Doch, das weißt du. Nach all dem, wie könntest du es nicht? Für dich da. Immer. So wie du für mich. Das Schießen war eigentlich gar keine Option. Du hättest sie ja gar nicht töten können. Ist, musst du mich aufhalten. Du bist der Einzige, der das kann. Du musst dich daran erinnern. Sam, ich warte auf dich am Strand. Ich erinnere mich. Du wusstest es. Die ganze Zeit. Irgendwie schon, irgendwie nicht. Ich hatte so viele Träume von der Zukunft. Ich wusste nicht, welchen ich trauen konnte. Deshalb beschloss ich, dich und die anderen an ihnen teilhaben zu lassen. Aber um die Punkte zu verbinden, um
alles zu verstehen, braucht man ein Gesamtbild. Man braucht Zeit. Zeit ist für mich bedeutungslos. Ich bin keine Linie. Ich bin ein einzelner Punkt. Darum konnte ich euch immer nur Möglichkeiten aufzeigen und musste euch entscheiden lassen. Unsere Albträume sind deine Träume. Ja. Du hast den roten Faden gefunden, den Strang, der sie verbindet. Und du hast das auf die einzig mögliche Art getan. Das Leben Tag für Tag zu leben. Vielen Dank, Sam. Eine Pistole hilft ihr hier nicht. Aber sie spielt noch eine Rolle. Die Bande zwischen den Menschen haben die Welt zusammengebracht. Und wenn dir das am wichtigsten ist, dann bleibe ich hier an diesem Strand. Dann sperre ich mich hier ein und den Rest von euch aus. Dich einsperren? Komm schon. Sobald die letzte Strandung begonnen hat, lässt sie sich nicht mehr aufhalten. Ich kann nicht mitkommen. Ich kann bloß versuchen, euch das Schlimmste zu ersparen. Die Welt brennt doch schon. Du am Strand bleiben. Guck mal im Hintergrund. Sam, guck mal. Ich bin der Strand. Und ich muss hier bleiben und sicherstellen, dass das Aussterben stattfindet. Selbst wenn es Zehntausende oder Hunderttausende von Jahren dauert. Alleine. So machen wir EEs das. Hätte ich einfach meinen Job erledigt, wäre all das nicht passiert. Aber ich konnte es nicht mehr ertragen. Das Warten hat mich zermürbt. Und ich dachte, niemand wäre mir böse, wenn ich einfach alles beenden würde. Also tat ich es. Klingt schrecklich. Aber ihr habt euch zusammengefunden. Ihr seid verbunden. Und auch wenn euer Ende bevorstehen mag, es gibt immer noch Hoffnung. Vor jedem der großen fünf rebellierte das Leben. Es schlug zurück, entwickelte sich, um zu überleben. Das Aussterben ist nicht bloß ein Ende. Es ist eine Chance. Und wenn ich den Preis dafür zahlen muss, das Opfer sein muss, dann soll es so sein. Selbst wenn wir nicht zusammen sind, sind wir immer verbunden. Eigentlich sieht das wunderschön aus. Hm? Jetzt hat er so ein Baby und eine Puppe.
Wieso? Oh, nachdem wir jetzt einige Minuten lang nur Video hatten, kann ich mal wieder ein bisschen rumlaufen. Hä? Wie war ich denn schon? Ich bin nur noch da gelaufen. Ich hoffe, ich mal ans Grüne. Ich soll eine Entscheidung treffen. Was welche? Soll ich vielleicht ins Wasser laufen? Warte mal, ich versuche mal ins Wasser zu laufen. Die Pistole spielt ja noch eine Rolle, aber ich werde jetzt einfach mal ins Wasser laufen, mal gucken, was passiert. War auch verkehrt. Sei still, dann sag ich's dir. Jetzt ist keine Zeit für Fragen. Als du jung warst, hattest du oft Albträume. Du hast die ganze Zeit geweint. In Wirklichkeit waren das nicht deine Träume, sondern meine. Seit ich mich erinnern kann, träumte ich vom Strand. Nicht nur im Schlaf, auch wenn ich wach war. In meinen Träumen sah ich die Welt untergehen. So viele Male. Zahllose Aussterben, die das Leben auf diesem Planeten dezimierten. Wieder und wieder und wieder. Zuerst verstand ich nicht, was ich da sah oder warum. Und das war nicht das Schlimmste. Ich hatte andere, schlimmere Träume. Träume von Tod und Zerstörung. Von einem nahenden Massensterben. Wie diesem. Und immer war ich es, die das Ende brachte. Die letzte Strandung auslöste, wie heute geschehen. Ich laufe jetzt mal ins Grüne. Weiter hoch in die Berge. Er trifft eine Entscheidung. Was denn für eine?
Ich laufe nur mal ins Wasser. Erste Operation. Ich war erst 20. Ich öffnete die Augen und war plötzlich am Strand. Aber als ich zu Bewusstsein kam, lag ich wieder im Krankenhausbett. Ich existierte gleichzeitig in zwei Welten. Bridget, mein Haar, in der da. Amelie, mein Haar, in dieser. Irgendwie konnten wir beide koexistieren. Bald klaffte ein Altersunterschied zwischen uns. Bridgets Körper alterte, während Amelie am Strand jung blieb. Also dachte ich mir eine Geschichte aus. Ich erzählte, Amelie wäre meine Tochter. Eine Tochter mit gesundheitlichen Problemen und ohne Vater. Sieh her. Amelie. Am ist Französisch für Seele. Eine erfundene Seele. Es gab keine Amelie, nur mich und den Strand. Anfangs hielt ich es für einen Fluch. Aber später dachte ich mir, vielleicht kann ich es nutzen. Ich versuchte mehr über den Strand herauszufinden, denn der Strand musste der Schlüssel zur Deutung meiner Zukunftsvisionen sein. Noch mal wieder zum Wasser laufen. Das ist schon ein bisschen merkwürdig hier. Also muss ich immer erst einmal wegrennen, dann wieder zum Strand rennen, damit ich dann das nächste Puzzlestück. Achso, das ist hier immer Titelkarten abhängig. Dass der Strand mit der Welt der Toten verbunden war. Also musste jenseits von ihm das Gedächtnis der Zeit selbst liegen. Mitsamt der Erinnerungen aller Organismen, die je lebten.
4,6 Milliarden Jahre biologischer Geschichte, die vielleicht bis zur Schöpfung des Universums selbst zurückreichte. Das chirale Netzwerk und alles, was folgte, entstand bei meiner Jagd nach diesem Wissen. Indem wir Daten über den Strand leiteten, umgingen wir die Einschränkungen der Zeit. Simulationen, die Jahre gedauert hätten, ließen sich mühelos durchführen. Alles, was die Erde verloren und vergessen hatte, ließ sich wiederherstellen und zurückholen. Doch kurz nach Beginn unserer Forschung erlebte Amerika den ersten Leeresturz. Ich dachte, mir liefe die Zeit davon, dass meine Albträume Wirklichkeit würden. Deshalb wollte ich das chirale Netzwerk schnellstmöglich vollenden. Die Vergangenheit barg alle Antworten. Ich musste sie nur irgendwie zusammensetzen. Ein Netzwerk, das unsere Welt mit dem Strand verband, hielt ich für eine mögliche Lösung. Also begann ich, Bridge Babies zu erforschen, an die Welt der Toten gefesselte Kinder. Was lässt eine Extinktionsentität entstehen? Was war der Grund für die vorherigen 5 Massenaussterben? Mit den Antworten auf diese Fragen wollte ich das 6. aufhalten. Ich gründete Bridges, entschlossener denn je, ein chirales Netzwerk aufzubauen, das ganz Amerika abdeckt. Doch je länger ich meinen Krieg gegen das Unvermeidliche führte, desto schwächer wurde ich. Mein Haar hatte Krebs. Vielleicht bestrafte mich der Strand so dafür, dass ich keine brave kleine IE war. Und dann, von jetzt auf gleich, war mein Haar fort. Ich konnte nicht beenden, was ich begonnen hatte. Also bat ich dich, es für mich zu tun. Und das hast du. Du hast uns geholfen, das Netzwerk zu vollenden und alles zurückzuerlangen, was das Universum von seinem Beginn bis jetzt erlebt hat. Alle Rätsel ließen sich lösen. So wie dieses. Einst gab es eine Explosion. Einen Urknall, der Raum und Zeit gebar. Allerdings war das eher ein Glückstreffer. All die Materie und Antimaterie hätte sich aufheben und nichts hinterlassen sollen. Doch irgendwie überstand es eine winzige Menge Materie. Gerade genug, um diese Welt und alles in ihr zu erschaffen. Eine Welt, die nicht sein soll, ohne Gleichgewicht. Ordnung weicht unvermeidlich dem Chaos. Alles, was lebt, muss zwangsläufig sterben. Als ob das Universum versucht, uns in das Nichts zurückzuschleudern, aus dem wir kommen. Vielleicht waren die großen 5 seine Versuche, uns auszuschalten. Aber irgendwie hat das Leben sie immer überlebt. Gerade so genug. Genug, um dem Willen des Kosmos trotzen zu können. Weißt du? Das Aussterben könnte auch der Schlüssel dazu sein, die völlige Vernichtung zu überstehen. Es zwingt das Leben, ums Überleben zu kämpfen, durchzuhalten, zu existieren. Deshalb erneuerten die großen 5 das Leben letztendlich, anstatt es auszulöschen. Und aus der Asche der Toten erheben sich die Lebenden. Stärker und weiser. Die Erben der Überreste der Existenz selbst. Sie trotzen dem Universum und weigern sich aufzugeben. Sie sagen, wir fangen gerade erst an. Das Aussterben ist auch eine Chance. Ich bleibe jetzt einfach mal stehen. Dann würden wir mal sehen, ob es trotzdem hier dann gleich weitergeht. Hm.
Mache mir jetzt gar nichts. Doch, ich mache jetzt was. Einmal so drücken. Und wir machen mal eine kurze Raucherpause. So, Leute, dann wollen wir uns mal das Ende weiter angucken, ne? Boah. Einmal nur stehen bleiben. Unser Auftrag heißt ja, begib dich zu ihrem Strand. Halte das Ausstellen auf. Ja, ich bin noch bei ihrem Strand. Ich versuche mal da hinten nochmal. Guck mal, schon geht nichts mehr. An jenem Tag zweimal ab. Ich wusste sofort, ich hatte einen Fehler gemacht. Ich fand deinen Strand und suchte dich überall. Sam,
bist du ja. Willst du nach Hause? Gehen wir nach Hause. Was haben wir vorhin gerade miterlebt? Ich wollte dich vom Tod befreien. Ein für alle Mal. Alles gut. Also bin ich gestorben? So an dem Strand gelandet, oder wie? Ich kenne den Weg. Doch dadurch habe ich das fundamentale Gleichgewicht zwischen Leben und Tod gestört. Ich wollte dich doch bloß retten. Also es ist nicht ihr Strand, sondern mein Strand. Und sie ist da bloß gefangen, weil sie was Falsches gemacht hat. Ich bin eine Extinktionsentität. Es ist mein Schicksal, unsere Art ans Ende zu führen. Aber in dem Moment wurdest du Teil dieses Schicksals. Du wurdest ein Wiederkehrer. Und Dooms übertrug meine Albträume auf andere auf der ganzen Welt. Ich habe dich und alle anderen mit Dooms hier hineingezogen. Kurz darauf kam der gestrandete Tod. Die Toten krallten sich an unsere Welt. Und über meinen Strand kamen GDs, fraßen sie und verursachten weitere leere Stürze. So nahm die Welt beschleunigten Kurs auf ihren Untergang. Es war meine Pflicht, mich zu opfern, zu warten und zuzusehen, wie es vom Strand aus begann. Das oder die letzte Strandung beschleunigen und damit den Tod. Angesichts dieser beiden Optionen wählte ich das schnelle Ende. Um die letzte Strandung auszulösen, brauchte ich dich, einen Teil von mir. Auch hier. Ich könnte das Aussterben bezeugen, vervollständigt durch dich an meiner Seite. Aber jetzt, da du hier bist, gibt es noch eine Option. Du kannst mich abtrennen. Eine EE kann so etwas nicht selbst tun, aber in meinen Albträumen sah ich eine andere Zukunft. Eine, die du gewählt hast. Eine, in der das Aussterben Hoffnung ist gegen die völlige Auslöschung. Ja, wenn es durch mich begann, ne, dann bleibt ja eigentlich nur die einzige Möglichkeit. Ich muss die Waffe nehmen. Dann trenne ich mich mal ab. Thank you.
Rein theoretisch würde ich so glauben, die einzige Möglichkeit, um das alles zu beenden, ist mein Tod. Eine Pistole hilft dir hier nicht. Aber sie spielt noch eine Rolle. Ja. Weiß nicht. Wieder mit dem Leben verbinden. Hör zu, Sam. Ich habe dich und Cliff wieder zusammengeführt. Ich wollte, dass du etwas verstehst. Du warst nicht allein und du bist nicht allein. Verstehst du es nicht, Sam? Du musst leben. Ja, das ist ein typisches Hideo Kojima-Game, ne? Gib nicht auf. Du bist noch verbunden. Das war unerwartet. Viel zu lange waren wir einander völlig fremd. Getrennt durch Mauern, gebaut für unsere Sicherheit. Aber jetzt, da das chirale Netzwerk fertig ist, können wir endlich in die Zukunft blicken,
als geeintes Volk. Heute feiern wir gemeinsam die Geburt einer neuen Nation. Eine neue Nation für eine neue Welt. Die United Cities of America. Einst schwor ich einen Eid, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu wahren und zu schützen. Und auch wenn diese stolze Republik nicht mehr existiert, sind wir noch da. Und so schwöre ich, als euer Präsident, euch, das Volk, zu unterstützen und zu schützen. Möge es keine Mauern mehr zwischen uns geben und keine Masken, hinter denen wir uns verstecken. Dann nimm doch ab. Oh, ich bin sogar. Schaffen wir ein neues Amerika. Ein Amerika, in dem wir einander begegnen können. In dem wir unsere Meinung sagen und unsere Herzen öffnen können. Alte Gewohnheiten legt man schwer ab. Aber ich glaube, liebe Landsleute, wir haben die Kraft und den Mut, die Vergangenheit abzulegen und uns der Zukunft zu stellen. Der gestrandete Tod gehört zu dieser Vergangenheit. Ein bleibender Schatten. Eine ständige Erinnerung an das, was hätte passieren können. Dass wir heute hier stehen, zeugt nicht von der Größe eines Einzelnen, sondern von unserer Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Von den Banden zwischen uns. Von unserer gemeinsamen Größe. Alles muss einmal ein Ende finden. Das gilt auch für uns. Doch solange wir jeden Augenblick ehren, uns der Gedanke an die Zukunft mit Freude erfüllt und wir hoffen, anstatt zu verzweifeln, werden wir es schaffen. Präsidentin Bridget Strand und ihre Tochter Samantha America Strand haben alles geopfert für ihre Suche nach Hoffnung, damit wir das Volk wieder eins werden können. Dass Sie heute nicht hier sind, um die Früchte Ihrer Arbeit zu sehen, erfüllt uns alle mit tiefer Trauer. Aber wir finden Trost in der Gewissheit, dass Sie im chiralen Netzwerk weiterleben und in unseren Herzen. Wir bleiben Ihnen ewig verbunden. Es gibt noch einen Helden in dieser Geschichte. Einen, dessen Leistungen man leicht übersehen könnte. Amerika braucht diesen Helden weiterhin. Diese Person, ohne die wir nicht hier wären. Der Name spielt keine Rolle. Ihr wisst, wen ich meine. Und für diesen unbesungenen Helden habe ich eine Nachricht. Du hast uns wieder zusammengeführt. Du hast uns wieder vereinigt. Und auch wenn du und ich irgendwann sterben, wird unser Vermächtnis... Wohin des Wegs, Sam? Hat der unbesungene Held genug? Nein, aber das war's für mich. Sieh es fort. Komm schon, warte. Ich muss dir etwas sagen. Das stört dich nicht mehr? Das ist toll. Also, interessiert dich nicht, wie wir dich vom Strand zurückgeholt haben? Wir wollten die Puppe benutzen, hatten aber keine zur Hand. Und da fiel mir etwas anderes ein. Ist das das, was ich denke? Ja, was könnte mehr mit Amelies Strand verbunden sein als Präsidentin Strands Nabelschnur? Hartman dachte, deshalb hätte sie sie mir überhaupt gegeben. Aber leider... funktionierte es nicht. Ja, sie hatte ihren Strand bereits abgeschnitten. Er war einfach weg. Wir wussten nicht, ob sie dich ins große Jenseits geschleift hatte oder an einen anderen Strand. Wir haben uns wirklich den Kopf zerbrochen. Hartman und Mama teilten sich auf und suchten jeden Strand ab, an dem du hättest angespült werden können. Wir suchten einen Monat lang und fanden absolut gar nichts. Einen Monat draußen.
Und wie lange da drin? Glaub mir, das willst du nicht wirklich wissen. Aber keine Angst. Es gibt keine Anzeichen für beschleunigtes Altern. Letztlich hat uns der hier zu dir geführt. Und als wir gerade aufgeben wollten, erinnerte uns Die Hardman an den Revolver. Also folgten wir ihm und er führte uns zu einer entlegenen Ecke deines Strandes. Und Volltreffer, da warst du. Mama hat dich als Erste entdeckt. Sie konnte dich von ihrem Aussichtspunkt auf der anderen Seite sehen. Sie informierte Lochner über ihre Verbindung und Hardman bestätigte deinen Aufenthaltsort während seiner nächsten Expedition. Grob gesagt hatten wir den Plan, dass Fragile Lou und mich zu dir bringen sollte, damit wir dich retten können. Aber es ist nicht so leicht, mehrere Individuen für längere Zeit zum Strand einer anderen Person zu transportieren. Und da kam die Nabelschnur ins Spiel. Die haben wir aus Präsidentin Strands DNA gewoben. Sie dienen als ein Knoten, der uns alle verbindet. Die Präsidentin muss all das vorausgeahnt haben. Ironisch, oder? Die Waffe, die dieses ganze Chaos ausgelöst hat, ist am Ende der Schlüssel zu deiner Rettung. Amelie, sie sagte, sie hatte einen anderen Zweck. Weniger Waffe als Rettungsleine. Eine zum Seil gewordene Knarre. Ich schätze, so könnte man es sagen. Oh, Sam. Du hast keine Ahnung, wie lange ich dich schon umarmen wollte. Ich muss dir noch etwas sagen. Streng geheim. Es geht um Cliff. Der Name von Bibis Mutter war Lisa Bridges. Cliffs Lebensgefährtin. Lisa Bridges? Ah. Also, Cliff wurde von einem Mann getötet, der in den Unterlagen immer nur John genannt wird. Ein ehemaliger Kommandosoldat. Und wohl ein ausgesprochen guter. Später wurde er Berater der Präsidentin, die ihn vor allem die Drecksarbeit erledigen ließ. Den Aufzeichnungen zufolge verschwand er nach Cliffs Tod. Es wurde Haftbefehl erlassen, aber man fand ihn später tot auf. Doch einige Leute sterben wohl schwerer als andere. Der liebe John tauchte mit Maske und neuer Identität wieder auf. Aber das chirale Netzwerk täuscht man nicht. Wir haben die Daten wiederhergestellt und Mama hat sie in den Archiven versteckt. Du bist der Einzige außer uns mit Zugriffsrechten. Du kannst sie dir ja mal ansehen. Aber ich muss dich warnen. Der Präsident hat jede Menge Dreck am Stecken. Ich traue ihm nicht, aber ich arbeite mit ihm, wenn nötig. Wir reden später. Sam. Ich erwarte nicht, dass du mir vergibst. Aber würdest du mich anhören? Ich habe Captain Clifford Unger getötet. Ich würde sagen, ich habe es für Amerika getan. Aus Vaterlandsliebe. Aber das stimmt nicht. Ich tat es für sie. Weil ich sie geliebt habe. Von ganzem Herzen. Sie war einfach alles für mich. Wirklich alles. Ich suche hier nicht nach irgendwelchen Entschuldigungen. Aber du sollst wissen, dass nicht ein Tag vergeht, an dem ich nicht daran denke. Die Zeit half nicht. Auch nicht die Maske. Bitte, lass mich ausreden. Er. Der Captain rettete mein Leben. Weißt du, warum man mich Die Hardman nennt? Weil er mich nicht sterben ließ.
Er brachte meinen erbärmlichen Arsch nach Hause. Jedes Mal. Und ich liebte ihn. So sehr, wie ich sie liebte. Und als er mich anstarrte, dieser Geist, da wusste ich es. Er wollte mich töten, um abzurechnen. Er hatte jedes Recht dazu. Warum tat er es nicht? Er konnte sein Kleines nicht retten. Sein Baby. Und das brachte ihn zurück. Ich schätzte, als er sah, dass ich versuchte, meine Schuldigkeit zu tun. Für Amerika. Wusste er wieder, wer er war. Und er vergab mir. Gott. Aber ich verdiene es nicht, verdammt. Was ich getan habe, kann man nicht wieder gut machen. Verdammt. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe gerade einen Spannbrett gekriegt. Und was willst du jetzt von mir? Aber vielleicht kommt das hier dem am nächsten. Vielleicht brachte er mich aus einem Grund vom Strand zurück. Ein letztes Mal. Er wollte, dass ich das tue. Dass ich weiterhin Die Hardman bleibe. Nein. Wollte er nicht. Niemand will einen Präsidenten, der so tut, als sei er unsterblich. Wenn du keine Angst vor dem Tod hast, wie kannst du das Leben schätzen? Und das Leben ist gerade sehr zerbrechlich. Und ja, alte Gewohnheiten legt man schwer ab. Aber wir müssen sie ablegen, wenn wir gemeinsam ein besseres Amerika schaffen wollen. Eine Pistole hilft dir hier nicht. Ihre Worte, nicht meine. Danke, Sam. Was ist es? Hey, Sam. Ich habe auf dich gewartet. Hallo? Das Ärmste hat nie wirklich gelebt. Zumindest nicht in dieser Welt. Der Ausmusterungsbefehl ist da. Es könnte nekrotisieren. Der Körper kann nicht hierbleiben. Ich dachte, vielleicht willst du das übernehmen. Du könntest Lou mal aus der Kapsel nehmen und sehen, was passiert. Aber das wäre ein direkter Verstoß gegen eine Präsidentenverordnung. Und da wir nun eine richtige Nation sind, gibt es dafür auch Gesetze. Ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen. Aber den Präsidenten...
Präsidenten kann ich nicht hintergehen. Das kann ich einfach nicht. Ich nicht. Okay. Ich gehe zum Verbrennungsofen. Bevor du gehst, würde ich gerne kurz etwas überprüfen. Ich habe gerade deine Handschellen deaktiviert. In diesem Zustand könntest du sie problemlos abnehmen. Würdest du das tun, wüssten die OCA weder, wo du wärst, noch wie sie dich finden. Du wärst unsichtbar. Benutzt du den Verbrennungsofen, wirst du automatisch wieder ans Netzwerk angeschlossen. Das vergisst du hoffentlich nicht. Klar, natürlich. Lu, du hast so viel mit mir durchgemacht. Aber für ihn ist es an der Zeit zu gehen. Fragile. Wie ist das Wetter? Ich glaube, du brauchst keinen Regenschirm. Ich trete nun doch in die Fußstapfen meines Vaters. Keine Sorge. Dieses Mal lasse ich mich nicht mit Terroristen ein. Die OCA stehen hinter mir. Wir sind der erste staatlich anerkannte private Lieferdienst. Klingt, als ob es für dich aufwärts geht. Mein Glückwunsch. Danke. Warte. Ich muss dir noch etwas sagen. Ich habe Hicks nicht erschossen. Ich konnte es einfach nicht. Also durfte er wählen. Tod oder ewige Einsamkeit am Strand. Verständlich. Du hast nie gerne Dinge kaputt gemacht. Genau. Ich finde kaputte Dinge und verbinde sie neu. Ich bin fragile. Aber ich will nicht so vergehen. Willst du für mich arbeiten? Ein wie dich könnte ich gebrauchen. Die Welt ist immer noch kaputt. Genauso wie zuvor. Alles ist kaputt. Aber wir sind noch hier. Wir schlagen uns weiter durch. Nicht alle. Ich nicht. Komm schon. Du hast Amerika wieder vereint. Nicht wahr? Heißt nicht, dass hier ein Platz für mich ist. Ich bin an nichts und niemanden gebunden. Ich könnte auch tot sein. So fühlte ich mich damals in der Höhle, als wir uns begegnet sind. Und so ist das noch heute. Tu nicht so, als wärst du noch derselbe. Du hast das Berühren gelernt, das Fühlen. Du hast Bindungen aufgebaut. Zu uns. Alles, was ich berühre, verliere ich. Sam! Komm, Lu. Eine letzte Lieferung. Und ist ja immer noch nicht zu Ende, Mann, ey. Das ist jetzt bestimmt die letzte Lieferung.
Titelkarte hatten wir ja schon gesehen, also müsste das ja langsam zu Ende sein. Ich werde erstmal dahin. Nee, warte mal. Ich mache mal kurz Karte auf. Schon wieder keine Karte. Wieso gibt es keine Karte? Deaktiviert. Das kann noch nicht wahr sein. Alle Fahrzeuge auch gesperrt. Alles deaktiviert hier, nichts mehr drinne. Na geil. Ich weiß nicht, wer von euch die Reise von Anfang bis Ende jetzt miterlebt hat. Aber den gratuliere ich, da haben wir eine schöne Zeit zusammen hinter uns gebracht. Und ich danke jedem neuen Follower, der die Reise mitgemacht hat. Und auch herzlich willkommen alle neuen Zuschauer. Ja, Baby Lou ist jetzt wohl tot und das ist wohl der letzte Aufkrach. Ja, tut mir leid. Das ist wohl der letzte Auftrag, ich weiß es noch nicht, aber wir hatten schon Titelkarte gehabt zum Ende und die Namen sind schon alle durchgelaufen. Ja, kurz vor 9 habe ich ja angefangen zu streamen heute. Und jetzt müssen wir Baby Lou auf die letzte Reise bringen.
Ich würde mal sagen, mögest du in Frieden ruhen, Baby Lou. Oh. Bist du noch bei mir, Lou? Das freut mich. Baby Lou ist nicht mehr. Nie wirklich gelebt. Zumindest nicht in dieser Welt. Mal gucken, was passiert. Dieses Kind ist besonders. Einzigartig. Ist er tot? Eine Brücke. Sieh mal einen Astronaut. Die Menschheit kommt überall hin. Sogar ins Weltall. Schon bald bist du da raus. Und wenn alles vorbei ist, bringe ich dich an jeden Ort, an den du willst. Kann ich helfen? Scheiße. John, bist du das? Captain, was tust du denn hier? Meine Frau liegt hier. Letztes Jahr soll sich nicht wiederholen. Der leere Sturz in Manhattan. Tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass du ihr Mann bist. Oh, das ist schön. Ich wohne hier oben bei Rostock. So war das. Ich habe eine Zeit lang in Hamburg und deutschlandweit gearbeitet. Von Hamburg aus in deutschlandweit. Aber wir können deinen Sohn noch nicht entlassen. Glaub mir, wenn ich sage, dass es so am besten ist. Sagt eine Frau mit einer Maske, die mich nur angelogen hat. Ich habe die Pflicht, unser Land zu beschützen. Lügen sind eine bedauerliche Notwendigkeit. Die Präsidentin hat mir Zugriffsrechte der höchsten Stufe gewährt. Deshalb konnte ich das Sicherheitssystem manipulieren. Wir haben 5 Minuten, ehe es neu startet. 5 Minuten, um zu reden. Vertraulich. Schnapp dir Bibi und verschwinde von hier. Ich kann absolut nichts für deine Frau tun. Es tut mir leid. Du warst mein befehlshabender Offizier, aber ich habe der Präsidentin einen Eid geschworen, sie und das Land um jeden Preis zu beschützen. Deshalb muss ich allen ihren Befehlen Folge leisten. Ich muss. Doch ich habe erst unter dir gedient. Und deine Familie verdient das nicht. Nichts davon. Wieso hilfst du mir, wenn die dich erwischen? Weil du mir das Leben gerettet hast, Mann. Immer wieder. Als die Führung uns in die Hölle geschickt hat, warst du derjenige, der uns nach Hause gebracht hat. Damals hielt ich mich für unbesiegbar. Ich dachte, ich wäre eine Art Actionheld.
aber ich bin nicht der Held. Du bist es. Nur deinetwegen bin ich noch am Leben. Und es ist höchste Zeit, die Schuld zu begleichen. Sie verlegen deinen Sohn morgen in eine neue Einrichtung. Du wirst ihn nie wiedersehen. Er wird das Fundament eines neuen Kommunikationsnetzes. Ein Opfer für eine Nation, die nicht mehr existiert. Ich habe dir alles Wichtige aufgeschrieben. Es durfte nicht im System auftauchen. Lies es und verbrenn es. Alles andere liegt bei dir. Die gehört dir. Von hier aus kann ich die Lebenserhaltung deiner Frau nicht abschalten. Das System verhindert das. Also ist das die einzige Option. Eintritt des Todes geht ein Alarm los. Ich spiele dem System falsche Lebenszeichen zu. Aber du hast nicht viel Zeit. 5 Minuten höchstens. Zögere auf keinen Fall. Du hast nur diese eine Chance. Schnell Dämpfer, schnell selber bauen. Es tut mir leid, Lisa. Keine Sorge. Ich passe auf ihn auf. Ich verspreche es dir. Versprochen. Meine Anomalisa. Tut mir leid. Alle, die sowas nicht sehen können, bitte weggucken.
Hörst du mich? Hörst du mich? Hier ist Papa. Baby, ist doch eigentlich tot. Wie soll da irgendwie was funktionieren? Naja. Deine Handschellen deaktiviert. Jetzt würde dich nichts daran hindern, sie abzunehmen. Die UCR würden nicht wissen, wo du bist oder wie sie dich finden. Du wärst unsichtbar. Benutzt du den Verbrennungsofen, wirst du automatisch wieder ans Netzwerk angeschlossen. Du könntest Lou aus der Kapsel nehmen, um zu sehen, was passiert. Aber das wäre ein direkter Verstoß gegen eine Präsidentenverfügung. Ja, noch ein Zuschauer mehr. Hallo. Willkommen zum Ende. Wieso hast du Lou nicht rausgenommen? Außerhalb der Kapsel nicht erfüllen kann. Das Risiko eines Totalausfalls liegt bei 70%, wenn man die Kapsel entfernt. Wieso bin ich da jetzt tot? Das werden wir gleich machen, nur nicht jetzt. Oh shit. Hier machen wir gleich weiter. Ich brauche nochmal kurz eine Pause. Bis gleich, Leute. Ja, ich weiß, wird spannend. Im spannenden Moment Pause machen ist ja wie bei Werbung bei RTL oder Sat1. Will auch keiner.
Ja, da bin ich wieder. Nee, ich musste mir nochmal einen neuen Kaffee holen. Der war nämlich alle, weil das Ende will ich mit schön heißen Kaffee weiterführen. Prost. Es tut mir leid, Captain. Nicht! Verstanden? Ihr auch! Bleibt dort! Und nicht schießen! Sie zur Seite, Sir, sonst müssen wir das Feuer eröffnen. Das ist eine Sackgasse. Er sitzt in der Falle. Das Sicherheitspersonal übernimmt. Ja, danke. Meine Frau ist gerade nicht da. Die war gerade vom Einkaufen zurück und jetzt ist sie drüben im Wohnzimmer. Oder in der Küche. Ja, müssen ja auch kurz vorm Ende sein. Und freut mich, dass du es geschafft hast. Ja, ist doch nicht schlimm.
Wenn du viel verpasst haben solltest, wir sind ja jetzt schon 2,5 Stunden am Stream, dann kannst du das gerne auf YouTube nochmal alles komplett gucken. Ist ja im Laufe des Nachmittags auch wieder hochgeladen. Er hat ihn versucht zu schützen. Keine Angst. Ist okay. Ich werde immer bei dir sein. Schlafe ein sacht. Bald kommt die Nacht. Vater hält wach. Der Tag wieder lacht. Ich halt dich fest, baue dir ein Nest, halt meine Liebe fest, bis zum Morgen. Dann hat der neue Präsident ihn ja eigentlich gar nicht getötet. Als ich erfahren habe, dass ich Vater werde, hatte ich große Angst. Davor, was das bedeutet. Ich musste für dich da sein. Von ihm! Sofort! Ich lag vollkommen falsch. Vollkommen. Vater zu sein, machte mir keine Angst. Es machte mich tapfer. Dass ich so lange gebraucht habe. Captain. Meine Güte. Mach nicht denselben Fehler. Sei du selbst. Sei frei. Oh mein Gott. Wartet mal, Leute. Ich mache mal kurz Pause. Pause nicht, aber... Captain. Ich bitte dich. Einfach hergeben. Erschieß ihn, John. Lass es los. Bitte. Erschieß ihn. Das war ein Befehl. Erschieß ihn! Man sagte mir, dein Name sei Sam Porter. Aber du heißt Sam Bridges. Mein Sohn. Meine Frau hat nur eine Frage gehabt. Meine Brücke zur Zukunft. Vorbereitung für Weihnachten treffen.
Sackgasse. Keinerlei Zukunft. Nichts. Als ein Hindernis, dass die Welt nur beobachtet, die Leute wie du zu bauen versuchten. Menschen zu trennen, war das Einzige, worin ich je gut war. Ja, gebe ich dir recht. Man muss trotzdem viel vorbereitet werden. Du bringst Menschen zusammen. Du bist ihre Brücke zur Zukunft. Und meine. Komm schon, Sam. Steh auf. Nur jetzt krieg ich Gänsehaut. Oh Gott. Nicht auch Bibi. Ja, geht mir genauso. Also Sam ist gestorben damals. Dann hat Amelie ihn gerettet, ihn zum Wiederkehrer gemacht. Das haben wir ja schon verstanden. Und dadurch ist dann Tod entstanden. Ja. Bin ich schon wieder am Strand? Da habe ich davon eine halbe Stunde verbracht, gefühlt, wenn das mal reicht. Ja, da ist es. Sam, da bist du ja. Das haben wir vorhin schon mal gesehen. Daher die Narbe. Also ist er der Sohn von Cliff. Ja.
Ja, das verstehe ich jetzt auch langsam. Gehen wir nach Hause. Alles gut. Jetzt macht sie ihn zu, Wiederkehrer. Er sollte das erste Baby sein. Dann ist Cliff. Aber wer ist BB 28? Da bist du ja. Willkommen zurück. Du verstehst, dass seine Tage als Bibi vorbei sind. Er hat keine Verbindung mehr zur anderen Seite. Ich habe die Nabelschnur durchtrennt. Also ja. Ein unsterblicher Wiederkehrer in der Welt der Lebenden. Mustern wir ihn aus? So könnte man es auch nennen. Nimm ihn aus der Kapsel. Er ist jetzt mein Sohn. Ja, jetzt werden die losen Enden verknüpft. BB 28 ist draußen. Krute. Komm schon, wach auf. Er wird eine Krute. Komm schon. Wach auf. Komm schon, wach auf. Machst du ihn jetzt auch noch zum Wiederkehrer? Geht jetzt das Ganze wieder von vorne los?
da Bibis, Geister-Bibis. Kein Zeitregen mehr? Ich glaube, das war's. Nein. Sam Portes war jetzt, also unser Mannequin, der war jetzt wohl das erste BB. Ist dann bei der Entführung durch seinen Vater gestorben und Emily wieder zurückgeschickt worden. Jetzt, dadurch ist er zum Wiederkehrer geworden. Hat damit im Prinzip eine Verbindung zu Emily gehabt und zur realen Welt. Die Präsidentin, die am Anfang gestorben ist, das war zum einen auch Emily vom Strand, weil da hat sich Körper und Seele getrennt wohl und die Seele blieb wohl am Strand und Eieieiei. Junge, ist das eine Katastrophe. Da soll doch mal einer richtig durchblicken. Zum Anfang verstehst du ja erstmal nur Bahnhof. Aber Hideo Kojima, gute Story. Haben sie gut gemacht. Eieieiei. Ich hoffe mal, ich habe das jetzt so halbwegs verständlich rübergebracht. Bloß man hat jetzt nicht rausgefunden, wer BB28 ist. Lou. Und das ist immer so das, was mich stört, weil irgendwo fehlt da noch ein Ende. Du würdest gerne wissen, kriegst es aber nicht raus. Aber es wurde Death Stranding 2 ja auch schon angekündigt. Eieieiei. Na, ich werde jetzt auf jeden Fall morgen und übermorgen mal nicht streamen vormittags. Das werde ich zeitlich nicht schaffen. Dafür geht es Montag los und ich weiß noch nicht mit welchem Spiel. Ja, so könnte man das auch sagen. Aber eigentlich ist Sam Porter Bridges, weil seine Mutter war eine Bridges und sein Vater war ja dieser Cliff. Bloß dann stelle ich mir die ganze Zeit die Frage, warum mussten wir zwei Kriege durchleben, wo wir gegen Cliff gekämpft haben? Und dann noch einmal am Strand. Warum? Das ergibt doch keinen Sinn. Ich bin ja nun mal Vater, deswegen kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich würde niemals gegen mein Kind kämpfen. Das bringt doch nichts. Es sei denn, du weißt nicht, dass es dein Kind ist. Eine verwirrende Story.
Auf jeden Fall war das ja jetzt schon der Fortsetzungsköder. Und Hideo Kojima hat ja schon gesagt, dass es einen zweiten Teil geben wird. Naja, werden wir uns mal überraschen lassen. Und ihr könnt ja gerne mal mich auf YouTube abonnieren noch, wenn ihr wollt. Und mir dann da unter dem Stream, der heute im Laufe des Tages da jetzt auch noch online kommt, also die Wiederholung, könnt ihr gerne unterschreiben, welches Spiel wir denn ab nächste Woche anfangen wollen. Weil es gibt ja unzählige Spiele und ich überlasse es euch. Ja, also wenn man das Spiel wirklich von A bis Z gespielt hat, dann erkennt man davon irgendwo die ganze Geschichte, aber es gibt immer noch zu viele lose Enden, finde ich. Es passt zwar irgendwo zusammen, aber irgendwo fehlt noch das kleine i-Tüpfelchen. Ich denke mal, da müssen wir wirklich auf Death Stranding 2 warten. Ja, ich bin Vater von einem Kind, von einer Tochter und habe zwei Stiefsöhne. Ja. Aber die sind noch nicht so alt wegen Enkelkinder. Bin ja auch noch nicht so alt. Aber das ist auch der Grund, warum ich Wochenende eher weniger streamen, sondern nur bei besonderen Ereignissen. Weil wegen, wenn du Kinder hast und sowas, ist es halt, du musst dich auch mit dem beschäftigen und das ist halt nicht so einfach. Jetzt Kinder, Kita, Schule und alles, ne, da kann man das ja mal machen. Aber da hat man ja auch nicht endlos Zeit, deswegen kann ich auch nicht den ganzen Tag streamen, so wie ich es gerne machen müsste, aber naja. Okay. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ne, schaut doch gerne mal auf YouTube vorbei. Lasst mal ein Like und ein Abo da. Und ich freue mich, euch von euch auch da was zu lesen. Oh Mann. Okay. Dann wünsche ich euch mal noch einen schönen Nachmittag. Denn bis Montag, ne? Ob ich es heute Abend schaffe, weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen. Ich bin immer raus. Wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Bis Montag. Und noch ein schönes Wochenende. Nicht zu danken, das mache ich gerne. Ciao.